Hab schon wieder die Aufnahme zu schnell beendet. Das bis gleich kam wahrscheinlich gar nicht an. Da kam dann wahrscheinlich nur wieder ein bisschen. Und dann kam so ein Audio-Break. Egal. So, let's play. Lelele. Ich weiß gerade gar nicht, welcher mein Klon-Version Spiel hat überhaupt. Hey, ist doch egal. So, oh. Da braucht er ein bisschen lange zum Laden der Welt. Na komm. Sehr schön. So, den packe ich hier auch einfach mal weg, damit hier die Höhle ein bisschen begehbarer wird. Könnte ich eigentlich gleich hier den ganzen Hügel hier abbauen. Ach komm, lassen wir erstmal. Lassen wir erstmal alles so, wie es ist. So, dann weiter in die Richtung und da ist ein. Oh, ein Slimy! Und Kohle! Der Slimy tut uns übrigens nichts. Glaube ich zumindest, oder? Doch, der tut uns was. So, das jetzt ist die zweite Stufe und die dritte Stufe. Ja, die Schleimkugeln, keine Ahnung, ob die uns überhaupt irgendwas bringen. Also, ich weiß natürlich, ob dafür uns was bringen. Nur jetzt gerade bringt sie uns noch nicht allzu viel, weil die braucht man zum Beispiel später für irgendwelche diese komischen Kisten, die man dann mit Redstone benutzen kann. Ist praktisch so wie Kleber, dieses grüne Zeug. Nur bis wir mal irgendwann mal Redstone benutzen, ist da jetzt noch lange hin. Ist auch noch gar nicht so ausgereift in meinem Klon. Also es gibt zwar bereits Redstone, aber wirklich viel Sinnvolles kann man damit jetzt noch nicht machen. Von daher bringt uns dieses grüne Schleimzeug eigentlich bisher auch noch nichts. Nur es hätte uns, glaube ich, angegriffen, wenn wir es nicht getötet hätten. Die sind allerdings komplett lieb, oder? Ja, die tun gar nichts. Ist das süß? Oh, man kriegt ja doch, die Viecher kriegen ja doch Schaden. Lol. Okay. Warum habe ich es denn noch nie geschafft, ein Monster einfach mit der Handkante umzubringen? Oder dauert es einfach nur ewig lange? Na komm, ja. Schon wieder. Ach Mann, oh. Drop doch mal hier irgendwas. Irgendwas Interessantes. Boah, Alter, hier geht's ja richtig runter. Oh. Oh, ne, auch wieder hoch. Schade. Ich hab schon wieder ein Slimy. Oh Gott, Alter. Ist das hier nice. Gut, wir leuchten erstmal hier ein bisschen aus. Da lassen wir erstmal so dunkel, damit wir wissen, dass es da noch unerforscht ist. Gucken wir mal ein bisschen hier weiter. Oh, hier ist ein Canyon. Oh, unten, da ist der Slimy. Da. Sonst sieht es erstmal ruhig aus. Gut, lassen wir erstmal so. Ich höre vielleicht nochmal hier unten aus. So, perfekt. Ja, komm, Pilze können wir auch mal mitnehmen hier. Solange wir immer ungefähr das Gleichgewicht haben. Also wir brauchen jetzt nicht unnötig viele von denen sammeln, weil die Pilze alleine bringen uns relativ wenig. Aber wenn man von denen genauso viel hat wie von den roten, dann kann man aus einem Gemisch, also aus einer 1:1 Mischung und einer Schale, kann man sich den Pilzsalat machen. Boah, habt ihr, ja, siehst du, da war ich einmal zu langsam und schon hat er mich angegriffen. Mir fällt doch gerade auf, wir sollten mal was essen. Danke. Seht ihr, jetzt bin ich leicht vergiftet, bin aber dafür satt. Das heißt also, ich bin zwar vergiftet, bin also empfänglicher für Schäden. Und wenn ich jetzt noch mehr essen würde, werde ich auch Schaden bekommen. Aber solange wie ich das habe, geht es mir erstmal gut. Deswegen ist es super easy Nahrungsmittel, vor allem das bekommt man halt relativ leicht in Höhlen, weil halt von diesen Zombies sehr viele das Zeug droppen. Von daher. So, gehen wir mal in die andere Richtung, da war auch nochmal eine Höhle. Oh, Alter, hier. Das
So eine verwickelte Scheiße. So, jetzt sind wir wieder lebenstechnisch voll aufgeladen. Das heißt also, sobald dieses Keulchen weg ist, werden wir uns dann noch ein... Ach, hier sind doch noch welche. Noch ein Keulchen genehmigen. Das hier. Oh. So zum Beispiel. Hä? Jetzt haben wir keine Vergiftung bekommen. Da kommt. Da kommt. Geh da. Oh, hier sind doch ein paar rote. Cool, können wir doch ein paar von den braunen einsammeln. Wetten, hier finden wir jetzt nur noch rote? Bullshit. So, wir haben noch ein bisschen was frei. Platztechnisch gesehen. Die Stone Picker. Ach, da müssen wir auch nicht mehr aufräumen. Die Scheiße brauchen wir eigentlich gar nicht. Hört was? Alter, ich höre hier mal Schritte. Wo sind diese Viecher? Wir gehen erstmal hier runter. Lava. Wow. Stimmt, bei dem Ort war ich sogar schon. Eben da hat man schon letztens festgestellt, dass hier eine ganze Menge Gefahrenstoffe lagern. Um es jetzt mal in der Fachsprache zu sagen. Wow. Warte, ach du Scheiße, Alter, hier unten. Bitte geh weg von mir. Ich habe gehört, Gegner, die von oben kommen, kann man sehr schwer bekämpfen. Oder zumindest sehr schwer auf Distanz halten. Wegen Waldschwerkraft und so. Stimmt doch mal hier. Oh, jetzt du. Alter, wie lange brauchst du? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das Witzige ist, bei den ganz Kleinen gibt es einen interessanten Bug. Zumindest bei der Früher. Warum ist hier eine Kuh? Geht's da um nach draußen oder was? Egal. Bei diesen kleinen Dingern, da gibt es einen Bug. Also, dieser große Grüne teilt sich ja einmal erstmal in 4 und die teilt sich dann nochmal in 16 ganz Kleinen. Und diese ganz Kleinen, wenn man da die. Also bei den anderen Rüstungen weiß ich gerade gar nicht, aber bei der Diamantrüstung, da können die einem praktisch keinen Schaden zufügen. Weil, wenn man die Diamantrüstung hat, wird fast mehr als die Hälfte an Schaden geht in die Rüstung und man selber bekommt nur weniger als die Hälfte an Schaden. Dadurch, dass der Schaden aber gerade mal bei irgendwie 1 oder sowas liegt, heißt es, der Schaden, den man bekommt, ist dann 0, noch was. So, Computer... Ne, ist ja ein Programm und die arbeiten mit Integer, zumindest hier in dem Fall. Und das heißt, dass man, wenn man 0, Schaden bekommt, wird alles, was nach dem Komma ist, einfach abgeschnitten. Man bekommt also 0 Schaden. So. Und da sich der Schaden, der die Rüstung bekommt, an dem Schaden richtet, den man selber bekommt, sprich also Prozent von 0, heißt das, dass die Rüstung dabei dann auch keinen Schaden mehr bekommt. Sprich also, man könnte, wenn man diese ganz kleinen Dinger hat, unendlich lange in den Dinger drinne stehen, die kämpfen ein praktisch lalala, und man ist für die quasi unbesiegbar. Man bekommt also gar keinen Schaden. Ob das, wie gesagt, auch mit anderen Rüstungen klappt oder komplett ohne Rüstung, habe ich noch nicht probiert, aber es war mir halt damals aufgefallen, als ich mal mit Diamantrüstung rumgelaufen bin. Und da, wie gesagt, haben die mir jetzt gar keinen Schaden zugefügt. Sind die ganze Zeit um mich herum gehopst und ich konnte in Ruhe meine Rindfleischkoteletts essen. So, hier war es gerade noch ein. Ist ja gerade schon ins Lava gefallen? So lange nicht geht. Ah, ne, da ist da unten ist er noch. Aber der fällt gleich ins Lava. Und jetzt ist er drin. Gut, wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Was wollte ich eigentlich? Wo ist der Lava? Ich wollte noch Lava abbauen. Da. Alter, ich habe so Angst, dass wir hier gleich von unten. Yay, hat geklappt! Woo. Wow. Okay. Gut, dann haben wir schon mal zweimal Lava. Was auch immer wir damit machen, ich habe keine Ahnung. Warte, hier geht es auch schon wieder in mehreren Richtungen ab. Ich bin am überlegen, ob ich hier erstmal ausleuchte und dann erstmal doch nach unten zum Lava gehe. Weil in der Lava-Nähe gibt es meistens schicke Sachen wie halt Diamanten zum Beispiel. Oder zumindest sehr viel Eisen oder Gold.
schwer war's. Und ich falle hier gleich runter, verfickte Scheiße. Oh Gott, Alter, wie viele Richtungen geht es denn schon wieder ab? Ich will noch nicht sterben. Oh Gott, oh mein Gott, oh mein, ach du Scheiße. Nein, nicht auf mich drauf, bitte verrückt! Boah! Alter! Ihr wollt mich wohl verarschen? Oh, da oben geht's wieder raus. Okay. Bam. Ist da noch was? Nein, da ist nichts mehr. Nichtsdestotrotz mache ich mal ein bisschen Ausleuchtung. Alter, geht's da weit hoch, ey? Was ist denn da hier los? Wie soll man denn hier alles ausleuchten? Da hat man einfach vorsichtshalber 60 Fackeln gemacht und davon ist die Hälfte schon wieder weg. Beschissen ist aber, wir müssen alles ausleuchten, sonst spawnen nämlich da oben Gegner, fallen runter und dann haben wir da unten bei dem Lava den Salat. Da sind die nämlich schon von irgendwelchen unfreundlichen. Okay, Gesinde besucht. Ah gut, okay, lassen wir erstmal. Ich leuchte mal hier noch ein bisschen aus hier. Da oben wird es ja wieder heller. Da geht's wahrscheinlich. Ja, da geht's raus. Da ist schon Sand. Na gut, dann lassen wir es erstmal hier. Da wird es definitiv nicht mehr interessant. Leuchte mal hier noch ein bisschen aus und dann war es das auch. What the fuck? Okay, hier wird es auch noch ein bisschen interessant. Oh ja, hier ist nochmal richtig. Lalala. Hier geht es nochmal richtig runter. Komm ich da ran? Oh Gott, Alter. Geht's ja wirklich runter? Oh, Alter. Meine Fackeln sind gleich alle. God damn it. Das Schöne ist, hier kommen keine Viecher hoch. Dafür ist die Struktur hier zu kompliziert. Das heißt also, wir haben von hier unten zumindest erstmal unsere Ruhe. Und können hier erstmal dann vielleicht doch ganz beruhigt einen Enderman. Achso, wir haben keinen. Wir haben nur. Ja, die Dinger mit dem Steinschwert zu erschlagen dürfte eine relativ dumme Idee sein. Ist das hier echt noch so dunkel? Fuck. So. Weil das Schöne ist, die Endermänner tun uns auch gar nichts. Also, doch, die tun uns schon was. Aber deren Zorn auf sich zu locken, ist schwieriger als das von irgendwelchen anderen Viechern. Von daher beachte ich die immer einfach gar nicht. Weil die relativ handzahm sind. So, die Frage ist, kommen wir hier runter? Und wenn ja, kommen wir hier auch wieder raus. Also die erste Frage würde ich auf jeden Fall bejahen. Bei der zweiten Frage... Wupsili. Würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Also vielmehr in die Lava legen. Ich komme definitiv nicht mehr raus. Da ist eine glatte Wand, hier ist eine glatte Wand. Hier ist sowieso keine Art, wo man hochkommt. Außer vielleicht da. Ja, wir werden so sterben. Okay, also bis hier kommen wir auf jeden Fall wieder hoch. Hier können wir uns hier lang klettern. Hier kommen wir auch noch hoch. Aber der nächste Schritt hier wird schon nicht... Doch, hier können wir da hoch und dann können wir... Okay. Ich hab so Schiss, dass wir hier nicht mehr hochkommen. Ach, fuck off. Leco mio, wir haben Verpflegung dabei. Wenn wir hier 3 Jahre unten bleiben, wollen wir nicht mehr hochkommen. Och nein. Oh, ist eine richtige Höhle hier. Oh, Alter. Leco mio, ich wollte Licht machen, ihr Arschlöcher. Das ist ja richtige Höhle. Wie nice ist das denn? Alter, diese blauen Augen in der Dunkelheit. Oh. Hallo? Oha, hier geht's auch mal definitiv nochmal runter. War das die Höhle, die wir gerade von der anderen Seite, also von oben aus betrachtet haben? Das wäre mal nice. So, hier ist Lava. Oh Gott, Alter. Gut, ausgeleuchtet genug. Von da kommt eh kein Monster. Das würde ich hier definitiv verbrennen. Ich tue dir nichts. Bitte geh weg, Enderman. Was war das gerade? Also, ein bisschen ausleuchten. Ja, wenn die diese Geräusche machen, dann stecken die irgendwo im Stein fest. Oh, oder stecken übereinander. Einfach mal so Dubstep hier. Na, hallo? Hier sollten wir wieder ein bisschen Kohle abbauen. Wie viel können wir gerade hier? Alter, wo sind wir hier eigentlich gerade? Oh Mann. Oh Gott, da geht's auch schon wieder weiter. Oh Gott.
Sieht aber interessant aus. Gehe ich mal runter. Fuck. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Diese Höhle ist ja sowas von verzweigt und verkackt. Na gut. Wir nutzen erstmal den... Ach du Scheiße. Das Schöne, wie ihr merkt, die hängen sich relativ leicht selber auf. Der kommt da zum Beispiel nicht mehr raus, weil er einfach zu fett ist. Ja. Das gleiche Problem habe ich morgens auch immer. Wenn ich nicht durch die Haustür komme und einfach ein Fenster aufmachen muss, um rauszukommen. Nein, 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 nein. Das Problem ist, wenn ich ihn jetzt angreife, teilt sich jetzt nicht in vier kleine und die passen dann wiederum durch. Vielleicht sollte ich den einfach mal hier so lassen. Andererseits, ich muss in die Richtung. Scheiße. Okay, komm. Oh my goodness, 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 oh my goodness. Aber die können mir auch keinen Schaden zufügen, oder? Lol. Heißt also, der funktioniert wirklich, sobald man Rüstung anhat. Dieser Effekt. Das ist auch schon wieder einer, Alter. Wollt ihr mich? Hab ich da oben jetzt eigentlich Eisen zurückgelassen? Und ne, doch, war schon fertig geworden. Okay. Also, wir bekommen noch ein bisschen Eisen. Nein! Alter, ich hau dich tot. Ne, ja, doch, richtig. Oh, Eisen. Eisen. Ah, Eisen. Eisen! Scheiße. Der, wo jetzt? Der war doch gerade oben noch Eisen. Hä, bin ich blind? Bin ich blöd? Bin ich beknattert? Ich glaube, ich sollte weniger rauchen. Der war doch noch gerade oben Eisen. Ach, leck mich doch. Oh, Alter, diese Viecher hier gehen mir gerade sowas von auf die Arme. Geht denn wirklich da hoch? Ach, das war der, wo wir gerade runtergeguckt haben. Okay. Muss mal kurz ausvaluieren. Das da. Dankeschön. Oh, wow. Alter, so viel. Kommen wir dem erstmal einmal mit hier. Das Blöde ist, bei Lava ist es nicht so wie bei Wasser. Halt, also wenn ich jetzt hier einmal wegnehme, selbst wenn er selber von allen umrundet ist, bildet sich da jetzt kein neuer. Also, du bleibst halt hier so und wird nicht wieder so. Wie auch immer man das nennt. Ja. Ich finde es nur schick, dass die einem in Ruhe lassen, solange man sie in Ruhe lässt, weil die sind nämlich mächtig stark. Die sollte man wirklich... Quatsch. Die sollte man wirklich nur... na komm jetzt. Die sollte man wirklich nur angreifen, wenn man mindestens Eisenwerkzeuge hat. Also mindestens eine Eisenwaffe. Ich versuche mal sogar hier hochzukommen. Problem ist, wir haben gerade nur noch... Ah, siehst du, hat sich gleich mal ausgezahlt hier, ne? Gleich mal Eisen von hier. Das Problem ist, wir haben nur noch vereinzelte Fackeln. Nein, ich gehe mal hier hoch. Dankeschön. Hat sich natürlich voll gelohnt. Ich habe da einen gesehen. Habe ich einen? Aha. Nein, lass mich Ruhe. Ja, es ist genau der Ort, auf den wir nach unten gelaufen wollten, in der Weise gelaufen sind. Nice. Cool, heißt also, wir haben da hier eine Schnellabfahrt und haben da wieder einen Aufstieg. Ist doch auch mal nice. Da ist auch ein Enderman. Gut, dann gehe ich erstmal wieder zurück in meine Hut und hole mir mein. Das klang jetzt gerade falsch. Dies war was? Komm jetzt hier, ich meine, erstmal hier aufräumen. Danke. Oh, Kohle. Könnten wir eigentlich auch alles mit dem hier. Komm. Steak packe ich mal in meine Tasche.
Alter. Da wollte ich nur mal kurz ein bisschen Kohle mitnehmen und schon treffen wir gleich wieder auf so eine Kackader. Also Kack jetzt nicht im negativen Sinne, sondern halt, das ist jetzt halt. Es war halt nicht geplant. Oh. Ja, das verstehe ich auch nicht. Das ist bei dem Wassereimern ganz genauso. Ab und zu werden sie automatisch gestackt. Man selber kann sie aber nicht stacken. Jetzt kann ich sie auch noch selber stacken? Wow. Also normalerweise kann man sie nicht stacken. Der Bug wird immer verbuggter. Ab nach Bagdad. Nein, in die falsche Richtung. Da müssen wir hin. Ich nehme mal das hier nochmal mit. Weil eben normalerweise, die leeren Eimer, die kann man stacken, das ist kein Problem. Aber die befüllten Eimer, sowohl Lava als auch Wasser, die kann man nicht stacken. Aber wenn man selber gerade das Lava abschöpft, halt also einen leeren Eimer hat und mit dem auf Lava mit Rechtsklick draufklickt, um ihn halt einzusammeln, dann wird ja entstehende Lava-Eimer gerne mal auf andere Lava-Eimer gesteckt. Was eigentlich nicht sein sollte. Das Witzige ist, wie gesagt, wenn man selber denn versucht, Lava-Eimer auf den Lava-Eimer zu legen, um die zu stecken, das geht dann natürlich wieder nicht. Aber diesmal sogar das funktioniert. Also irgendwie. Ich bin überrascht. Draußen ist wieder dunkel, Alter. Und da ist irgendein Viech. Ah, nee, das ist Gras. Oha. Haha. You can't leave the bed is so too far away. Ja, ja, stoppt man schon hier alle. Du antraben. Da ist noch ein Skelett. Den werde ich mal erstmal skelettieren. Dankeschön. So, dann machen wir hier noch mal ein bisschen. Oh, Kakao ist schon gewachsen. Was macht der Creeper hier? Das hier ist nicht deine Hut, Bruder. Scheiße, mein Messer ist weg. Man kann die echt mit der Hand Schaden zufügen, ist ja nice. Hallo? Ich schlag dich. Wieso schlag ich dich nicht? Bitte werd geschlagen. Hallo? Schießt du mich auf Schläge oder was? Hä? Wo, bei dem klappt's wieder nicht. Ich verstehe es nicht. Na komm. Stirb halt einfach. Bitte. Danke. Ich würde endlich mal gerne hier ein bisschen. Ach ja, Melonen haben wir auch noch. Gerne mal ein bisschen Möhren und so bekommen, ja? Möhren oder Tomaten. Tomaten. Möhren oder Kartoffeln. Aber nein, natürlich wieder nicht. So, mal gucken, haben die es überlebt? Ah doch, wow, die sind sogar fertig geworden. Die sind echt fertig geworden, nice. Ich dachte, ich hätte zu früh das Land verlassen. Aber kennt man ja, wenn man sich zu weit von den Dingern wegbewegt, dann hören die ihre Arbeit auf zu verrichten. Haben sie aber diesmal nicht gemacht. Haben es alle geschafft. Nice. Gut, dann packen wir hier mal den Stack rein. Und dann haben wir wieder 35 Eisen. Könnten wir eigentlich besser aufteilen. Könnten wir genau 4x8 machen, aber der ist jetzt mittlerweile schon belegt. Von daher, so reicht es ja auch aus. Nein, noch nicht alle. Hä? Ach, ich bin doch bescheuert. Ich bin nur so bescheuert, ey. Wow. Das ist erstmal nice. Das ist das doch, das gefällt mir. Das gefällt mir. Siehst du, der Kuh gefällt es auch. So. Gutchen. Kann sein, dass der auch schon wieder Überlänge hat? Die Mindtest soll immer nur 50 Minuten lang werden. Achso, ich habe ja kein Messer. Na gut, dann warf ich nochmal das schnell auf ein Messer. Und zwar diesmal eins aus Eisen. Haben wir echt alles für die Fackel ausgegeben? Fuck. Warum muss ich mir erstmal hier. Och Mann, ey, ist behindert. Danke. Komm hier, bam bam. Danke. Ja, so, was denn jetzt? Was soll ich denn jetzt? Ach genau, schwer. Da. Dankeschön. Dankeschön. So.
mal ein bisschen auskrumpeln. Aha, genau, wir haben 9 Brote, das geht sogar. Oh, wir haben für den braunen Pitch, hat das sogar schon ein. Ja, das hier ist natürlich komplett Müll. Wie gesagt, das können wir jetzt erstmal nicht gebrauchen. Ansonsten haben wir hier noch diverse Rohstoffe, die hätten wir unten in die Kiste reinpacken können. Egal. Warte mal, Holz. Ach, da oben haben wir Holz. Okay. Okay. Okay, okay, okay. So, du kommst, ihr kommt da rein. Du kommst auch da rein. Haben wir bereits 34 Eisen. Könnten wir uns bei Zeiten Eisenrüstung brauche ich 32, oder? Wartet mal ganz kurz. Muss ich mal ganz kurz alluieren. Also, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 für die Hose. 8, 9, 10, 11 für die Schuhe. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 für das Hemd. Hä? 20, 21, 22, 23, 24 waren es also, um eine komplette Rüstung zu bekommen. Wäre das eine Idee? Wäre das sinnvoll, mir eine Rüstung zu... Ich meine, die jetzige, die hält der und bisher haben wir ja kaum starke Gegner. Von daher können wir die eigentlich sogar belassen. Komm, wir lassen die erstmal. Ja. Ansonsten haben wir sowieso noch hier ein bisschen Eisen jetzt mittlerweile dazu bekommen. Ja. Also es würde auf jeden Fall für eine Rüstung reichen, aber ich lasse es erstmal. Oh Digga, 8-mal Gold. Ich habe keine Ahnung, was wir mit Gold machen können, aber es ist geil. Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen mal ein Clear Object. Wow, das war natürlich intelligent. So, und dann, ja. Würde ich mal sagen, das war's dann auch wieder mit der Folge. Bis gleich.